Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch heute meine Partie gegen Alagheldiev zeigen. Gespielt beim Süder Sommerpokal in Recklinghausen im Jahr 2000. Kleine Info, das war die 9. Runde und bis hier lief es sehr, sehr gut. Und die Konstellation war so, der Alagheldiev ist ein Großmeister und wenn ich diese Partie gewinne, dann habe ich eine IM-Norm erspielt. Lass mal schauen, was passiert. Und es gibt noch einen kleinen Funfact dabei, der bezieht sich auf das Herkunftsland von Alagheldiev. Das gucken wir uns gleich mal eben an. Nun, bevor wir zur Partie kommen, möchte ich euch nochmal eben, Alagheldiev kommt aus diesem Land. Ich mache die Flagge mal hier größer. Und mir war die Flagge völlig unbekannt, ja. Aber das Land kannte ich jetzt tatsächlich. Denn das ist Turkmenistan. Ich habe gegen jemanden gespielt, der aus Turkmenistan kommt. Ich benutze Turkmenistan ja immer, um diese Turmkönig-Materialregel zu erklären in Turmenspielen, worauf es ankommt, von der Wichtigkeit her. Dass das wirklich ein Land ist, habe ich auch überhaupt jahrelang nicht gewusst. Ja? Und dann habe ich schon mal gegen jemanden gespielt, der aus diesem Land kommt. Das war so lustig, ja? Fand ich super. Okay, aber jetzt wollen wir mal uns die Partie angucken. Ich hatte die weißen Steine. Fangen mit D4 an. Und, oh, ein Wolga-Gambit. So, gegen mich. Alles klar. Zu der Zeit habe ich mit Springer F3 gespielt. Die Idee ist, also diese Ablehnung, ja, ist jetzt eine normale Variante, halt nicht die Hauptvariante mit dem Annehmen. Die Idee ist einfach jetzt, wenn jetzt als Beispiel irgendwie sowas wie G6 kommt, dann sind irgendwelche Umstellungen, Reihenfolgen, die Feinheiten sind mir auch nicht alle super vertraut, ja, aber dann. Dann war das irgendwie umso besser, dass man hier irgendwie dann annehmen konnte auf B5 und Varianten spielen konnte. Wollen wir jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil ich kriege es auch nicht mehr alles zusammen, um ehrlich zu sein. Aber mein Gegner spielte hier B5, B4. Ein durchaus gängiger Zug, so aus heutiger Sicht. Aber mein Problem war, ich kannte den Zug nicht. So, das heißt, ich habe jetzt nachdem ich bereits acht schwere Partien und Runden in den Knochen hatte. Und jetzt stehe ich hier gegen den Großmeister nach vier Zügen ohne Buch da. Ich denke, oh. Das kann ja aber werden. Ne? Okay, dann muss ich halt ein bisschen improvisieren. Dachte ich mir, Springer BD2, um E4 zu spielen. Ja, das sieht nicht so schlecht aus, den können wir mal machen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, die Figuren entwickeln nach D3. Ja, es ist auch grundsätzlich natürlich möglich, gar keine Frage. Aber so im Nachhinein, so ein Zug wie A3 ist durchaus auch sehr, sehr interessant. Einfach mal diesen B4 zu nutzen, die A-Linie zu öffnen für den Turm. Und gegebenenfalls, natürlich kann hier auch potenziell dieser B-Bauer mal schwach werden, ne, wenn ich den irgendwie angreife. Vor allem, aber jetzt nur mal als Beispiel. Wenn so kommt, gibt es immer noch die Zusatzmöglichkeit des Hebels C4, C5, den relativ schnell und relativ früh ja, in die Waagschale zu werfen, um sich das Feld, upsala, das Feld C4 vielleicht mal für den Springer frei zu machen. Ich glaube, man musste dann jetzt hier erst das Schach geben und irgendwann drohe ich vielleicht mal irgendwann E5 und so Geschichten. Ich habe also eine gewisse Dynamik drin, sind natürlich andere Stellungsbilder. Aber so rein von der Idee her ist dieses A3 auch sehr, sehr interessant, zumindest schon mal. Wusste ich damals leider nicht und habe deswegen Läufer D3 gespielt. Okay, Läufer G7. Ja, und hier stehe ich jetzt. Und hier heute würde ich jetzt hier wahrscheinlich denken, oh, wahrscheinlich würde ich hier mit H3 spielen, damit er seinen Läufer hier nicht irgendwie tauschen kann. Ob das gut ist, lassen wir mal dahingestellt. Und aber H3 macht schon Sinn, ja? Und dann Rochade, vielleicht Dame E2. Ja, und dann geht's schon los. Und dann muss ich mich halt um diesen Läufer hier kümmern. Ne? Und das ist natürlich immer so ein kleineres Hauptproblem, dass ich aus heutiger Sicht möglichst früh am liebsten gelöst hätte. Und ja, so Züge wie jetzt B3 klappen halt nicht, ne? Und Turm B1, das kann auch nicht die Endlösung sein. Also den Turm hier irgendwie von der Linie wegziehen, nur um den zu spielen, sieht ein bisschen sehr, sehr langsam aus. Deswegen, ja, wahrscheinlich würde ich mich deswegen aus heutiger Sicht mehr auf, also auf H3, kurz Rochade, und dann versuchen irgendwie
Dame E2 und den Springer wegziehen, ich weiß nicht, vielleicht hier hin oder so, ja, und dann F4, E5, also irgendwie was Dynamik im Zentrum und am Königsflügel. Das wäre jetzt heute meine Herangehensweise. Ob das jetzt besser ist, wissen auch nur die Götter, ne? Ich habe hier mit Springer F1 gespielt. Okay, was will ich damit? Ah, ich wollte den Läufer freimachen, ne? Genau, das war bestimmt die Hauptidee. Und ja, den Springer vielleicht hier rüberbringen, Richtung Königsflügel, schon mal gucken gehen, ob vielleicht irgendwann irgendwo irgendwas geht. Aber jetzt kommt Läufer G4, ja, und jetzt geht's schon los, ja. Er kann hier erstens eine kleine Figur tauschen, vor allem aber auch den Springer. Der Springer, der Einfluss auf das Feld E5 nimmt. Sprich, er kriegt seine Figuren, entweder den einen oder den anderen, relativ problemlos entwickelt. Und er hat damit seine Eröffnungsprobleme zumindest gelöst. Ja, ob man da jetzt als Schwarzer direkt auf Gewinn steht, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber ein Schritt nach dem anderen, Öffnungsprobleme gelöst nach 8 bis 10 Zügen, super. Ja. Deswegen, ja, bin ich aus heutiger Sicht, würde ich ne, diesen Tausch hier am liebsten eben nicht zulassen. Okay, aber in der Partie kam es jetzt eben so. Jetzt droht der Springer hier rein. Und ich weiß noch, dass ich mir sagte, ich werde das Läuferpaar und ich kann es nicht alles behalten und verhindern. Und dann habe ich die pragmatische Entscheidung getroffen, dass ich rochiert habe. Und grundsätzlich ist das auch gar nicht so schlecht. König ist in der Mitte. Ja, ich verzichte auf theoretische Chancen des Vorteils, indem ich hier den Läufer behalte oder das Läuferpaar behalte. Aber in dem Augenblick war mir die praktische Komponente zügig entwickeln und ja, König in Sicherheit und so weiter, das hatte bei mir in dem Augenblick eine höhere Priorität. Von daher kann ich auch nachvollziehen. Schwarz öffnet natürlich jetzt so Benoni-mäßig das Zentrum und dann muss ich mich dann irgendwann entscheiden. Jetzt ziehe ich den Läufer doch zurück, weil er den halt nicht geschlagen hat. Er schlägt und ja, jetzt geht es halt darum, wie schlage ich zurück. Ich habe immer die zwei Optionen. Mal farblich jetzt keine Wertung über die Wertigkeit des Zuges, aber mit dem C-Bauern zu schlagen und dann hätte er hier immer diese 3 gegen 2 Mehrheit am Damenflügel. Dafür habe ich halt diese Mehrheit hier im Zentrum und kann hier versuchen, selber was zu machen. Die Alternative ist dann mit dem E-Bauern zu schlagen, damit alles sehr, sehr symmetrisch ist. Ja, muss man sich halt überlegen, was man will. Und ich habe mich für C mal D entschieden, weil ja, ich wollte auch vielleicht noch gewinnen oder mir das Potenzial zumindest auf dem Brett lassen. Ja, ich bin ja auch so, oder zu der Zeit war ich ja so ein Königsindisch schon Vier-Bauern-Angriffsspieler. Und dann hat man diese Struktur da, ja hier schon mal öfter gehabt mit Ideen wie E5 und dann Bauernopfer, egal, ja, was kostet die Welt, vorwärts. Ne? Und das war so die grobe Grundidee. Dann habe ich also so gespielt. Würde ich heute wahrscheinlich auch machen. Da kommt er schon. F4, ja, er geht zurück. Okay. Ja. Wahrscheinlich ist jetzt vielleicht doch mal an der Zeit, mal den Läufer rauszubringen, damit der Turm hier ins Zentrum kommt. Das wäre heute meine erste Idee. Na, ich muss ja alle Türme, alle, ich muss ja die Türme verbinden, ja, alle Figuren mitspielen lassen. Ja, schwer, schwer, schwer. Immerhin, der Springer G3 deckt auch immer den E4, ne? Falls der gleich mit Turm E8 und so kommt. Von daher, okay. Ich ziehe Läufer A4. Das ist etwas überraschend. Der Läufer steht hier aber auch gar nicht so schlecht, ne? Also hat hier vielleicht einen Einfluss drauf. Ich kann nach C6 gehen. Okay, optisch steht er gut, aber letzten Endes. Wenn ich hier mal irgendwelche Durchbrüche haben will, steht der Läufer natürlich im Angriffssinne vielleicht besser auf C2. Also ist vielleicht ein bisschen inkonsequent hier, dieses Läufer A4. Turm A8 bereitet hier solche Geschichten vor. König A1, prophylaktisch ein sinnvoller Zug, immer in allen Benoni-Strukturen, wo ich mit F4 gespielt habe, dass ich dann eventuell schachpräventiv aus dem Weg gehen kann. Springer B6, okay. Ich stelle meinen Läufer nach C6. Ich dachte mir, das ist besser, als wenn er hinter der Kette steht. Ja, wie gesagt, zweischneidig. Ne? Aber andererseits, auch wenn der Läufer auf C2 steht, habe ich vielleicht jetzt kein E5 mehr, weil dann der D5 zweimal angegriffen wäre. Also hat alles Vor- und Nachteile.
Springer FD7, legt diesen Läufer frei in das Zentrum. Ja, und jetzt kommt hier auf jeden Fall ein Zug, den würde ich heute so überhaupt nicht mehr spielen. Ich habe nämlich F4, F5 gespielt. Die Idee, diesen Läufer frei zu machen, kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Aber den würde ich in einer anderen Form heute spielen. Und gibt da so ein Schema zu, dass man hier diesen E-Bauern opfert und dann F5 spielt. Die Idee ist, dass jetzt in diesem Augenblick dieser Läufer erstmal blockiert ist. Und jetzt nehmen wir an, Schwarz macht man sinnlosen. So, dann habe ich immer die Chance auch, dieses Feld auf E4 zu blockieren und damit diesen E5 zu blockieren, dass der nicht mehr vorziehen kann. Ja, dass dieser Läufer einfach eingesperrt bleibt. Und dann kann ich mit Läufer G5, F6 oder dann schmeiße ich alles da auf die Seite und dann gucke ich, was passiert. Ne? Aber dann habe ich halt das Feld E4 für meine Figuren noch und seine Figuren sind in ihrer Aktivität deutlich, deutlich eingeschränkt. Deswegen wird Schwarz oftmals hier einfach diesen Bauern einfach abgeben, um dass der Läufer aktiv ist, dass das Feld E5 für seine Figuren zugänglich ist. Ne? Und dann haben wir halt ein zweischneidiges Spiel. Okay. So würde ich es auf jeden Fall heute machen. Ich habe damals F5 gespielt. Vielleicht habe ich mich nicht getraut, gegen den gamenden Bauern zu opfern. Ja? Man weiß es nicht. Die Idee ist natürlich jetzt hier auch in irgendeiner Form. Ja, wohin auch immer, raus mit die Puppen und Angriff. Ne? Dame D8, okay. Versucht hier irgendwie gegenzuhalten auf den schwarzen Feldern. Läufer F4, Springer E5. Okay. Ja, da haben wir es schon. Jetzt ist das Feld für seine Figuren zugänglich. Das ist natürlich schade. Und der Läufer auf C6 ist angegriffen. Und hier habe ich mit Turm AD1 wieder eine sehr, sehr praktische Entscheidung getroffen. Ich glaube, diesen Läufer jetzt hier, den könnte ich natürlich wegziehen, natürlich. Kostet aber natürlich erstens wieder Zeit. Und ja, aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, ich stelle mal die Türme ins Zentrum und gebe ruhig einen Bauern. Hauptsache, dieser Springer auf E5 ist weg. Dann geht ja auch die D-Linie auf, der Druck auf den D6 wird dann massiv erhöht. Ich dachte mir, das wird schon reichen. Puh, ja, wie gesagt, heute würde ich den Läufer gar nicht erst dahin stellen, dann hätte ich die Probleme nicht. Ja, genau. Also, Turm AD1. So, mein Gegner sagt sich auch, ja, das halte ich mir mal offen, den zu schlagen. Noch muss ich die D-Linie ja nicht freiwillig aufmachen. Ich spiele B3, um so ein bisschen dieses C4 hier rauszunehmen. Okay, jetzt nimmt er den. Aber er spielt Läufer E5 und damit deckt er seinen D6, tauscht hier eine Figur ab. So, jetzt will ich, Spoiler-Alarm, ich habe Dame E3 gespielt. Klar, dass ich nicht hier tauschen möchte, weil dann ist die Schwäche auf D6 aufgelöst. Ja? Und Schwarz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Turm auf die D-Linie kriegen und dann dieses Vorpostenfeld auf D4 nutzen können, um eben die D-Linie zu erobern, respektive sich im Freibauen dann im Zweifelsfalle zu geben. Und ja, das macht alles keinen Sinn für mich. Ja? Deswegen wollte ich nicht selber schlagen. Sondern habe Dame E3 gespielt. Okay. Er schlägt hier. Ja, jetzt habe ich einen Bauern weniger. Da lief ja schon mal nicht so optimal. Ja? Also Turm F3. Okay. Irgendwie versuchen zu verdoppeln vielleicht. Ja? Und wenn er schlägt, dass ich immer mit dem Turm schlagen kann und irgendwie ein paar Puppen am Brett halten hier in der Nähe des Königs. Ja, warum nicht? F6. Okay. Jetzt droht vielleicht mal G5, dachte ich. Und wahrscheinlich ist das auch wahr. Der erste Eindruck ist natürlich, dass die Dame jetzt hier selber auch so ein bisschen in Gefahr geraten könnte. Und ich habe aber keinen so einen richtigen Weg gefunden, wie ich das irgendwie ausnutzen kann. Ich habe dann jetzt hier erstmal geschlagen, damit die F-Linie im Zweifelsfall offen bleibt. So, und was wollte ich jetzt machen? Wo kann. Ja, dieser Springer steht einfach. Ist passiv, ne? Ich komme hier nicht hin. Komme hier nicht hin. Solange der nur da rumsteht, ist er vielleicht auch mal im angegriffen und so. Wo kann ich ihn hinstellen? Vielleicht kann ich den über G1 nach F3 aktivieren. Auf F3 stünde der bestimmt ganz gut.
weil er schön hier im Zentrum mitwirkt und so. Ne? Vielleicht war das eine Idee. Deswegen Springer E2, okay. Aber Schwarz beschäftigt mich. Und das ist eben das Problem. Wenn ich jetzt in Ruhe umgruppieren könnte, verdoppeln, verdreifachen, ja, und alle meine Pläne ausführen könnte, ja, das lässt ein GM natürlich nicht zu. Läufer G3 versucht irgendwas. Er möchte Damen tauschen. Nee, das wollte ich nicht. Er geht nach H5. Jetzt hat er ja die Stellung von H4 nach H5. Das hat eine Verbesserung. Vielleicht kann die Dame mal hier rüber schwenken. Ja. Schaden tut es nicht, aber wird auch jetzt keinen entscheidenden Unterschied machen. Ich schlag diesen Bauern. Ja, so wahrscheinlich wollte ich den nicht durchziehen lassen, ne? Dass er hier einen direkten Freibauern hat. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja, den will ich nicht zulassen. Also, raus damit. Turm schlägt C4. Ja, Springer C4 ist sicherlich auch eine Option. Ne? Aber vielleicht habe ich ja so Optionen wie Dame B3 hier mal eine Festung aufzubauen und dann mit Turm C1 den anzugreifen oder so. Ja. Jetzt habe ich ja auch vielleicht das Feld D4 mal für den Springer hier oder so. Ja, dann hier Richtung E6 und so. Ja, so ein bisschen rum. Naja, tricksen, wie auch immer, kann man hier vielleicht, ja. Aber er hat mit dem Turm geschlagen. Okay. Ich habe gesagt, ah, ich mache mal A3. Die Idee ist einfach, diesen Bauern aufzulösen. Weil rein potenziell könnte es ja sein, dass mein A-Bauer hier auch schwach ist. Da bin ich mir aus heutiger Sicht auch nicht sicher. Ich würde ihn eher auf dem Brett lassen. Ja, Schwarz hat hier diese 2 zu 1 Mehrheit. Und die wird er auch in Wallung bringen, früher oder später. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, und das ist so ein bisschen ein kleiner Erfahrungswert, wenn ich hier selber mit A3 diesen Bauern auflöse, dann hat er sofort einen Freibauern. Ja, und dann kann er dementsprechend den versuchen zu unterstützen. Wenn ich den hier nicht auflöse und er muss sich erst den Freibauern bilden, ja, und ist vielleicht ein bisschen schwieriger, also technisch von der Umsetzung her für ihn. Deswegen aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich A3 nicht mehr spielen. Aber okay, ist ja also kein großer Fehler in dem Sinne. Er zieht die Dame weg, okay, ich schlag den. Okay, ja, jetzt stehen wir da. Jetzt habe ich immer noch einen Bauern weniger. Von Königsangriff ist nicht viel übergeblieben. Müssen wir auch mal dabei sagen, ne? Das ist, sieht nicht gut aus. Turm C1, was wollte ich damit? Weiß auch wieder kein Mensch, ne? Was hat der Pinzo? Die siebte Reihe komme ich nicht. Ja, vielleicht wollte ich, dass sein Turm da nicht hinkommt. Ja, das könnte sein. Aber irgendwie, wenn ich mal so einen Eindruck vermitteln, oder, ne? Irgendwie stehen meine Figuren alle nicht gut. Ja, die stehen hier so ein bisschen verknotet, irgendwie gerade der Turm F3. Ja. Oh, sieht alles ein bisschen dünn aus. Der Bauer E4 als Isolani. Schwarz hat aktive Figuren, hat alle Figuren entwickelt und er hat noch diesen Freibauern. Ja, also hier muss Schwarz definitiv besser stehen. Ja, aber jetzt heißt es weiter kämpfen, hilft ja nichts. Turm C1 und jetzt kam D5. Aha, Schwarz löst seine Schwäche auf. Okay, dachte ich mir, das ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, hier die Figur vom Brett zu nehmen. Ja, wenn er jetzt hier nimmt, dann nehme ich hier nochmal was und dann kann ich irgendwann mal hier schlagen. Die Idee ist halt, wenn ich jetzt hier sofort den Schlager kann der Springer schlagen. Ich zeige das mal. Und dann ist der hier angegriffen, ne? Der auf F4. Das wollten wir natürlich nicht so gerne. Deswegen dachte ich mir, bin ein bisschen schlau, tauschte erst auf E5. Aber Problem ist, Zwischenzug, Turm E4 gewinnt den weiteren Bauern. Ich denke, oh, jetzt wird es kritisch. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ja, vielleicht sollte ich noch irgendwie auf die B-Linie jetzt hier oder, und den D5 im Auge haben. Ich habe keine Ahnung, was ich mir bei Dame A3 gedacht habe. Dame D3 wäre vielleicht auch noch eine Option gewesen. Ja, hier so ein bisschen Einfluss haben und vor allem, wenn er jetzt hier auf E5 schlägt, kann ich mit dem Springer hier Druck machen, vielleicht auf diese beiden Bauern.
oder kann den Springer da reinziehen. Also mit Gabel und so. Also ein paar Ideen hätte ich hier von D3 noch, aber ist natürlich alles nichts Erzwungenes. Ne? Aber was ich mir bei Dame A3 gedacht habe, das weiß kein Mensch mehr. Das hier, der hängt, aber der hängt ja auch. Den Läufer will ich natürlich, ja. Den wird er wohl erstmal schlagen, genau. Jetzt muss ich den Springer wegziehen. G5, ja, und jetzt habe ich einfach, jetzt habe ich schon zwei Bauern weniger. Ja, der A7 ist gedeckt, das habe ich vielleicht gar nicht gesehen, man weiß es nicht. Ich habe keinen Angriff, kein gar nichts. Ja, und ja, mit zwei Minusbauern wird es eng, ja, gegen den Großmeister. Und ich spule mal die nächsten Züge dann vor, weil vielleicht war ich auch in Zeitnot oder wie auch immer, das kann ich alles heute nicht mehr so ganz genau sagen. Auf jeden Fall habe ich keinerlei Aktivität, ich habe keinerlei objektiv irgendwo ein Gegenspiel gegen irgendwas. Ich habe einfach zwei Bauern weniger. Ne? Deswegen versucht der Gegner hier die Dame zu tauschen, lasse ich zu. Ja, er gibt einen Bauern zurück und das ist auch durchaus interessant, um diese Komplikationen zu vermeiden. Ja, Damentausch und dafür ist der König von ihm, ja, weil der ja auch ein bisschen offen stand, weil die ganzen Bauern hier vorne sind. Vielleicht war der König in Gefahr. Vielleicht hätte ich das mal versuchen sollen, nach Dame H4 irgendwie die Dame auf dem Brett lassen. Ja, und gucken, ob ich da oben oder irgendwann irgendwo Fische fangen kann. Ja, objektiv natürlich nicht, ne? Aber so rein in der Praxis halt. Und hier in unserer Partie nach dem Tausch, ja, habe ich halt nur noch einen Bauern weniger. Aber ja, Bauern weniger und das im Turmendspiel. Objektiv stehe ich hier schlechter, aber wir müssen mal gucken. Technisch ist das gar nicht so einfach. Er hat drei Isolanis hier. Da kann ich vielleicht Remis halten. Oder er muss zumindest eine gute Technik zeigen. Ups. Doch, kein Turmendspiel. Ja, die Enttäuschung war hier ziemlich groß, das weiß ich noch. Ich dachte mir, ich schlag den, jetzt ist der weiter vorne, vielleicht kann ich den irgendwie mal angreifen oder so. So. Und jetzt rennt dieser Bauer hier los. Upsala. Und kleine Merkregel, die kenne ich heute. Früher habe ich mehr nur rechnen und überlegen müssen. Merkregel ist, der Randbauer ist der schlimmste Feind des Springers. Ja? Weil der Springer eben nicht von beiden Seiten drumherum irgendwie hüpfen kann, sondern Brett ist begrenzt und dann wird es schwieriger. Und ja, hier kann ich jetzt mit dem Springer schon fast nicht mehr schlagen. Wie soll ich diesen Bauern hier aufhalten? Ja, geht so gerade noch. Hm? Jetzt muss ich das Feld hier bewachen. Und danach kommt Springer C3 und dann ist der Bauer durch. Und vielleicht der auch noch, wie auch immer. Ja. Also das funktioniert alles schon nicht so richtig. Also dachte ich mir, König ran, hilft nichts. A4, König ran. D4 schneidet ein bisschen den König ab, okay. Warum geht der König dahin? Das ist ja so aus erster Idee, würde man ja heute erstmal sagen, hier, ich hole mir erstmal ein paar Bauern ab. So nach dem Motto, ich gewinne die beiden Bauern, opfer den Springer gegen den Bauern hier irgendwann irgendwie und gewinne. Problem ist, ich komme nicht mehr so richtig dazu, den aufzuhalten. Sagen wir mal so, das hat er noch einen zweiten Bauern und jetzt sehen wir mal, diese Bauern spielen natürlich super miteinander, dass hier mein König jetzt abgeschnitten ist und ich kann den auch nicht schlagen, weil dann der Bauer durch ist, ja. Jetzt muss ich noch wieder zurückgehen und außenrum, dann habe ich unterm Strich auch wieder jede Menge Tempi verloren und der Springer kann dann vielleicht mal hier kommen und wie auch immer wieder unterstützend. Das wird alles nicht mehr reichen für mich. Deswegen, ja, sofort den König hier rüber. Okay. Er kommt im Springer. Ja, ich versuche irgendwo hier das Umwandlungsfeld, ja, aber irgendwo und dann hier noch irgendwie ran. Aber, warum habe ich den gespielt? Warum habe ich nicht mindestens versucht, hier ranzulaufen? Ah, ja, oh, miese Falle.
wenn ich jetzt diesen Bauern schlage, kommt hier eine schöne Gabel. Ablenkung des Springers vom Umwandlungsfeld. König ist auch aus dem Quadrat raus. Und dann ist natürlich immer schon so ein Zeichen, ja. Die Chancen, dass hier noch irgendwas geht, ist schon sehr, sehr gering. Ich habe versucht, den hier, genau. Dann ging der weiter. So, jetzt kann ich den nicht schlagen. Der Springer ging dahin. Jetzt hängt der und der. Er schlägt den. Ah, ja, jetzt bleibt nicht mehr viel über. Aber, was ist denn? Ich kann doch jetzt den schlagen und jetzt laufe ich hier noch rüber, hole mir den irgendwie ab und dann laufe ich wieder zurück. Aber Problem ist Praxis, ne? F3. Und ich habe ein kleines Problem, denn der König kommt hier nicht zurück wegen dem Springer. Und ja, ich komme, ja, und hier bin ich zu langsam, ja? Der Bauer ist einfach durch. Ups. Auch wenn ich mich lange gewehrt habe. Und ja, weiß nicht, ob das jetzt, das war nicht überragend gespielt, ne? Immerhin lange durchgehalten, ja, aber im Grunde schon relativ chancenlos, muss man glaube ich so sehen, ne? Ja, schade. Und dann ist damit auch die IM-Norm nicht erfüllt worden. Schade, schade, schade. Aber ja, dann ist es eben so. Da war der Gegner einfach besser. Und er kam aus Turkmenistan. Juhu! Merkt euch, Turkmenistan-Regel für Turmenspiele. Freunde, wir sehen uns zur nächsten Partie. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.